So, also wir sind draußen. Was haben wir jetzt alles zu tun? Wir haben da eine Schmuggeltruhe. Eine kleine verschlossene Truhe. Oh, könnten wir die jetzt aufmachen? Das wäre interessant. Also wirklich eine Wahl hätten, sie abzugeben oder aufzumachen. Der sah recht zwielichtig aus, da hinten in seiner Ecke. Und er meinte, er wäre sowas wie ein Bürgermeister von hier. Too quiet for my taste. Dann ist es hier zu ruhig für Gerogon. Okay. Ich klick mal drauf. Oh. Laufende Aufträge, Asche zu Asche, Schmugglergewölbe. Bring Sel die Truhe. Nee, das ist nur ein Link zum Questgegenstand hier im Journal. Ah, schade. So, wo war dieser komische Typ? Ich habe alles markiert. Nur nicht den komischen Typ. Doch da, Sel hat einen Punkt bekommen. Also vom Spiel, nicht von mir. Hier rum, hier rum. Hier. Genau, in die Richtung. Also, wir geben die Truhe ab. Die Quest bei dem Maximus müssen wir nicht abgeben, wenn ich richtig gesehen habe. Der war ja bei uns dabei. Hat uns gleich auf die Schulter geklopft. Wir müssen noch die verlorenen Lämmer finden. Also die Diebe, aber das ist über die ganze Karte verteilt. Das heißt, danach können wir neue Nahrung kaufen. Wir könnten vielleicht mal ein, zwei NPCs anheuern. Wir könnten neue Zaubertränke kaufen. Kosten ja nicht allzu viel. Und die Sachen identifizieren und reparieren. Ist irgendwas kaputt gegangen? Du. Nö. Und ja, versuche irgendwas an der Rüstung zu bekommen. Das wäre echt schick. So, du. Sale. Auftrag. More glory. More Glory. Ja, meine Truhe abgegeben. Ich hatte auf etwas Größeres gehofft. Wenn man sich vorstellt, was dies für meine. Dass dies für mein Vorfahren ein Vermögen war. Hälfte des Goldes. Schön. Wie viel war jetzt die Hälfte? 150 Gold? Naja, ich glaube, ich hätte die Truhe lieber selber aufmachen sollen. So, das Fass haben wir schon aufgemacht. Trainingshalle. Rein da. Hallo. Was können wir denn hier? Luftmagie, Bogen, Armbrust bei ihm. Schwertstreitkolben, Axt bei ich. Das solltest du echt lassen. War nicht wirklich was, was uns momentan interessiert. Die Expertenränge brauchen noch eine ganze Weile, bis wir die kriegen. Ha. Ja, schrei mir hinterher, ist okay. Essen kaufen. Taverne. Und davor ist gleich ein NPC. Dich könnten wir auch mal mitnehmen. Hallo, du. Braucht ihr etwas? Anwerbung Kundschafter. Für den geringen Beitrag von 100 Gold sowie 2% des Goldes, das wir finden, kann ich euch mit dem Wissen versorgen, damit ihr euren Feinden immer einen Schritt voraus seid. Ich glaube, dadurch sah man die Gegner auf der Minimap weiter weg. Nee, du. Nee. Da probiere ich lieber hier jemanden anzuheuern, der hoffentlich inzwischen gefixt ist, nämlich er hier. Anwerbung Goch. Wollen Kengi anwerben? Wirklich? Kengi lieben Reisen. Aber Kengi kein großer Krieger wie andere Goblins. Goblins sind nicht wirklich große Krieger. Kengi nur kennen Fleisch und Fisch und Obst und Gemüse. Trotzdem wollen Kengi. Ja. Heda, ihr versucht doch nicht einfach meinen Koch zu entführen, oder? Doch. Dieser kleine Kerl ist kein Sklave, klar? Ich bezahle ihm 3% der Einkünfte des Gasthofes, also erwarte ich, dass ihm dasselbe zahlt, verstanden? Ich denke, wir machen mal mehr Gold als du im Monat. Na gut, 3% des Goldes, das er auf Reisen findet, und 100 Gold jetzt für mich, weil ich zukünftig einen neuen Koch einstellen muss. Okay. Kengi kann gehen. Ja, Kengi kann gehen. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, was Kengi überhaupt macht. Hallo, Kengi. Können ihn nur entlassen. Ich hoffe mal, wir werden weniger Essen verbrauchen oder bekommen zwischendurch was zu essen von ihm. Und wir wollten eigentlich gar nicht rausgehen, sondern wollten noch Essen kaufen. Dienste. Wir hätten gerne Proviant. Wollt ihr euren Proviant ergänzen? Kengi nennt ihn übrigens Essen auf Bein.
Lustiger Kerl. Achso, Food to go, hä? Huh? Proviant auf 6 aufstocken. So. Was konnten wir noch machen? Rasten. Nö, rasten wollen wir nicht. Wir wollen raus. Also, Essen haben wir schon mal. Wir wollen jetzt noch zum Schmied. Hallo, Schmied. Also, Schmied Nummer 1. Waren durchsehen. Seismische improvisierte Armbrust. Ich glaube, wir brauchen noch eine für Tirik, genau. Und für Talana. Wobei die für Tirik wichtiger ist. 300. Ich weiß ja nicht. Und sonst nichts wirklich Tolles. Plus 3 Erdschaden. Na komm, doch, die gönnen wir uns mal. Also gönnen wir Tirik mal. Und der kann sie gar nicht benutzen. Sehr schön. Talana hier, nimm. Nimm einfach. So. Du weg. 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 Die identifizieren. Du da hinten. So. Raus. So, Händler Nummer 2 war der Rüstungshändler. Der Zwerg. Der ist hier vorne. Sowohl von uns als auch vom Spiel markiert. Klick. Wir hätten gerne ein luftabweisendes Lehrlingsstirnband. Nee. Nee. Wir hätten einfach nur gerne ganz normale Ausrüstung. Die muss nicht mal verzaubert sein. Hauptsache, wir haben in jedem Slot irgendwas drin. 94 Gold. Du machst gar nichts. Magiersandalen für... Mal ausmachen die, genau. Ups. Gar nichts. Wenn ihr nichts macht, warum... Okay, weg mit euch. Lichtabweisende Lederrüstung. Minus 6 auf Angriffswert? Ernsthaft? Oh, warte mal. Ich habe da einen Verdacht. Je schwerer eine Rüstung ist, desto mehr Angriffswert verliert man. Okay. Dunkelabweisender Eisenhelm. Ein Rüstwert. Das ist echt nicht viel. Wie viel Gold haben wir? 1000 noch was. Ja gut. Kaufen wir für dich. Ich hoffe mal, du kannst das tragen. Ja, kannst du. Kannst du auch sowas tragen? Wir haben keine Helme mehr. Okay. Schuhe. Kannst du tragen? Und wir haben langsam kein Gold mehr. Oh, wir müssen aufpassen. Das Identifizieren kostet bestimmt auch noch was. Also raus, raus. Und wo war jetzt die gute Dame, die uns die Sachen identifiziert? M. Yuharas Amulette und Talisman. Ich glaube, die macht das auch. Also einfach hier dem Weg folgen und beim Witzeerzähler vorbei. Es wäre lustig, wenn er neue Witze hätte, aber ich glaube es irgendwie nicht. Hier waren wir schon drin, oder? Eileens Haus, ja, waren wir. Und bei jedem Fass gucke ich immer, ob man sie draus trinken kann. Das ist irgendwie... Hey! Hey! Der Witzeerzähler ist weg. Ich hoffe mal, der ist nur schlafen. Das wäre schade, wenn sie ihn rausgepatcht hätten. So, da. Klick. Ausrüstung bestimmen. Ausrüstung bestimmen. Und es kostet jeweils 150 Gold? Ernsthaft? Wow. Hätten gerne die Lederfäustlinge. Danke. Ah, das ist krass. Ja, was machst du? Plus 2 Stufen der Fertigkeit Bogen. Was kriegst du was von du? Bitteschön. Also ja, schick ist es ja. Aber wir müssen echt mehr auf unser Gold aufpassen. Na gut, da wir nicht mehr wirklich viel Gold haben, können wir auch nicht mehr wirklich viel hier in der Stadt anstellen. Was für eine liebliche Stadt. Ja, ja, doch. Ist ganz nett. Aber da wir jetzt nichts mehr anstellen können, gehen wir auch wieder runter. Ist da ein Fass, aus dem ich trinken kann? Ah. Pulsierende weiße Flüssigkeit. Die letzte Aufnahme ist 2 Tage her.
Grün war Erdmagie. Weiß ist Lichtmagie. Ja, Widerstand gegen Luft. Ne, Luftmagie. Weiß ist Luftmagie. Okay. War das auch in der letzten Aufnahme? Also mit den Farben sollte ich mir echt mal umschreiben. Oh, was haben wir hier? Ein verlassenes Haus. Nicht wirklich wichtig, aber gut, dass sie es eingefügt haben. Sowas gehört sehr, sehr stark zu einem Rollenspiel. Auch Sachen, die einfach nichts machen und einfach nur da sind. Zum Ambiente beitragen quasi. Hallo, Riesenspinne. Yay. Yay. Die Rufen ganz schön zugelegt. So. Lederfäustlinge, was? Wo die Spinne das denn her? Gut, du hast Fäustlinge, du kriegst Fäustlinge. Oder wenn du diesen Rüstungswert hast. So. In dem Fass ist nichts mehr drin. Diese Tür scheint von woanders gesteuert zu werden, was? Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Bug, 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 Bug. So, wir wollten eigentlich zurück zu den Spinnen. Darum, 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 darum. Dich haben wir schon geplündert. Hier geht's raus. Da ist der Boden. Klick. Wollt ihr das Verlies betreten? Ja, wollen wir. Es gab doch noch ein paar Ecken, wo wir nicht waren, ne? Ich glaube, zwei oder drei Abzweigungen können wir noch zu Ende gehen. Mal gucken wir mal. Ich höre schon mal das Geblubber. So, das ist ein sehr komischen Schluck auf, Derek. So, also Hauptweg folgen. Bis hier. Achso, hier geht es auch noch einen Weg weiter. Vollständigkeitshalber mal hier aufdecken, auch wenn hier nichts ist. So, alles schön aufgedeckt. Vielleicht gibt das hier einen Erfolg oder so. Hust, hust. So, da unten ist eine Ecke, wo wir noch nicht waren. Hier. They're flanking us. Ah, okay. Ich würde dir sagen, taktischer Rückzug, aber das ist jetzt zu spät, weil wenn wir im Nahkampf sind, können wir nicht mehr uns bewegen. Darf ich mich drehen, bitte? Scheint nicht. Okay, Steuerung Alt R. Aha. Feuer, hauen, hauen, Eis. So, erste vergiftet. Du Feuer. Du hau, hau. Keine Zauberpunkte. Okay. Verteidige dich. Feuer. Wow. Tisch. Sehr schön. Verteidigen, verteidigen. Gegengift. So. Hauen. Spotten. Hauen. Abwarten. Nee. Hauen, hauen. Abwarten. Hauen. Ja, mit dem letzten Schlag. Aber gut, wir kriegen ja einigermaßen viele Gegengifte. Als Loot. Sonst wäre das richtig nervig. So Alarm hat der Magic 6 und 7. Man wird vergiftet und muss erstmal 10 Minuten zurück ins Dorf laufen. Was aber auch seinen Charme hatte. So, was haben wir hier? Dunkelrote Flüssigkeit. Also rot war Feuer. Dunkelrot hat... Was? Ein für Macht hinzugewonnen. Das ist nicht gut. Also kann man doch Stats bekommen. Das Machtattribut steigert den Nahkampfschaden und die maximale Lebenskraft um 0,5 pro Attributpunkt. Schön, dass sie das jetzt hat auf dem ungeraden Wert. Ja, ich hoffe mal, es wird aufgerechnet. Aufgerundet. Also dunkelrot Macht, dunkelrot Macht. Ohne Kiste. Ja, jo.
Gold, Tränke und Loot zum Verkauf. Besser geht's nicht.